Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Nathalie. Heute wollte ich euch erzählen über einen wichtigen Schritt in eurer Hautpflegeroutine, die ihr solltet auf jeden Fall machen. Ich wollte heute für euch eine extra kurze kleine Video machen über eine Peeling, aber das ist bestimmte Peeling, weil das ist Enzym-Peeling. Das ist ganz wichtige Produkt in meiner Pflegeroutine und ich hoffe auch für euch wird ein ganz wichtiges Produkt. Jeden Tag unsere Zellen würden im Nacht besonders sich wechseln. Bei jungen Leuten das geht ganz schnell, bei erwachsenen Leuten das geht ungefähr einen Monat. Dann dieser Prozess Zellen erneuern wird ein bisschen langsamer. Alte Zellen, sie werden sich auf der Hautfläche ein bisschen sich sammeln und ein bisschen so schichten wie eine Torte. Und diese Schicht von alten Zellen würde sich sammeln und leider eure normalen Reinigungsprodukte sind dafür nicht reicht, um das zu entfernen. Deswegen dafür brauchen wir eine Peeling. Übrigens, diese Schicht von unseren alten Zellen, die machen unsere Haut so nicht so glatt. Deswegen, wenn ihr das wegmacht, dann ihr werdet merken, dass eure Haut wird mehr so jung und mehr glatt aussehen. Wenn ihr werdet keine Peeling benutzen und lassen das einfach so wie es ist, dann egal wie teuer eure Creme sind oder wie gut eure Maske sind, sie werden nicht so tief reinkommen. Diese Ingrediente und Wirkstoffe, sie werden einfach mehr oberflächig bleiben auf dem eurer Haut. Deswegen, ihr werdet schon 50% von Wirkung eurer Creme einfach nur verlieren. Gibt es verschiedene Art von Peeling? Gibt es eine in cremige Form und eine in trocknende Form? Gibt es eine Peeling, der enthält zum Beispiel kleine Körner? Und dann wird eure Gesicht mehr reiben, das bedeutet, wird so von eurer Haut nur wegmachen, wie eine Bürste. Und ihr könnt natürlich als ein Peeling benutzen eine Clarisonic, das ist diese elektrische Bürste. Aber über diese Bürste, ich erzähle euch ganz zum Schluss. Ich würde sagen, das Peeling kann man benutzen schon fast ab 20, je nachdem, was für Probleme ihr habt. Wenn ihr habt Akne, wenn ihr in Pubertät seid, dann würde ich empfehlen nur eine Art von Peeling und das heißt Enzym-Peeling. Das ist genau diese Peeling, was ich selber benutze, weil das ist eine Peeling, der überhaupt nicht reibt auf eure Gesicht. Beim diesem Reibungseffekt, beim diesem Kratzeneffekt mit kleinen Kernchen, ich würde euch sagen, ihr werdet noch mehr Infektion auf eure Gesicht verteilen, ihr werdet kriegen noch mehr unreine und Ruhe auf Gesicht. Ihr kriegt nachher noch mehr Pickel und das ist für euch einfach nur verboten. Enzym-Peeling, zum Beispiel, ich habe, was ich benutze, es muss nicht unbedingt von dieser Marke sein. Heutzutage gibt es schon viele Marken, die machen diese Peeling und ich habe, das ist von Sensai und das ist eine Pulver-Puder-Peeling, so seidig ist. Ich habe davon schon so viel übrig, benutze ich diese Pulver schon seit 2 Jahren und noch so viel habe ich übrig. Könnt ihr mir vorstellen, wie sparsam diese Pulver ist. Und so, das ist eine Pulver, der sieht so aus. Und für einmal, ich brauche ungefähr so viel. Dann würde ich da rein ein paar Tropfen Wasser machen, zusammenmischen. Dieser Pulver wird kriegen andere Form, wird ein bisschen wie Milch aussehen. Da gibt es drinnen keine Kärchen, nichts überhaupt. Das ist ganz so ein bisschen so flüssige Konsistenz nachher. Aber wie gesagt, ein paar Tropfen für diese Menge. Und dann würde ich auf dem schon gereinigten Gesicht auftragen. Das bedeutet, ich würde mein Gesicht erstmal gut reinigen, wie immer mit Gel oder mit Micellarwasser, so wie ich schon vorher erzählt habe, wie ich mein Gesicht reinige. Dann ich würde einfach auf diesem nassen Gesicht diese Emulsion, was da ihr gekriegt habt, ich würde auftragen. Aber Sonne um Augen, ich würde so hier freilassen, da solltet ihr Peeling nicht auftragen. Ich würde akkurat das verteilen, einfach einmassieren.
Und dann, wenn ihr empfindliche Haut habt, dann würde ich nur für 2 Minuten wirken lassen und dann mit warmem Wasser abwaschen. Für trocknende Haut, normale trocknende Haut, nicht empfindliche, für Mischhaut, fette, ölige Haut, aber auch nicht empfindliche, ihr könnt lassen für 5 Minuten wirken und dann auch mit warmem Wasser abwaschen. Ihr werdet nachher sehen, eure Haut wird so weich, so zart, mehr glatt aussehen. Ihre Poren werden viel mehr sauber und helle. Wenn ihr habt eine schwarze, diese Punkte auf eurer Nase zum Beispiel, durch diese Peeling, sie werden viel heller und eure Poren werden viel mehr sauber. Wenn ihr habt Entzündung auf dem Gesicht, unruhe Haut, ja, mit Rötungen richtige, ich würde euch das auf keinen Fall empfehlen. So, wie oft soll man diese Peeling benutzen? Wenn ihr, ich würde so sagen, für jede Hauttyp, aber wenn ihr empfindliche Haut noch habt, dann nur einmal an die Woche. Für die Leute mit Kuperose, trocknende Haut, einmal an die Woche. Wenn ihr habt normale, keine empfindliche Haut, Mischhaut, ölige Haut, ich würde euch empfehlen, 2-mal an die Woche benutzen. Je älter wir werden, desto mehr akkurat und fein und lieb mit unserem Gesicht, wir müssen umgehen. Wir sollen unser Gesicht nicht reiben, wir sollen keine grobe Peeling da auftragen, weil Haut wird mehr dünn, mehr fein und deswegen ihr werdet mit so Peeling mit Grabeteile da drinnen eure Gesicht mehr ruinieren, mehr kaputt machen, mehr zerstören. Ja, ich denke, von diesen 3 Worten, eine war doch richtig. Was ist denn Enzym? Enzym, das ist wie ein Extrakt aus der Melone, aus dem Papaya. Das ist wie eine Säure, aber das ist nicht ganz richtig Säure. Das ist einfach nur Saft aus dem Papaya. Es wurde biochemisch rausgeholt. Das ist ein natürliches Produkt. Der wurde Kleber zwischen unsere Zellen, alte Zellen, einfach locker machen, ein bisschen spalten, kann man so sagen, und dann ihr können alte Zellen nachher dann einfach nur wegmachen. Wie gesagt, das ist eine natürliche, eine gute Wirkstoffe, die kann man benutzen, auch für empfindliche Haut. So, und jetzt zum Schluss, ich wollte euch meine persönliche Meinung sagen zum Clarisonic. Ehrlich gesagt, das ist meine Meinung, wurde gebaut oder besteht nicht aus meiner Erfahrung. Ich wurde mit meiner Kosmetikerin einfach nur gesprochen, weil jedes Mal, als ich im Laden war, bei Douglas zum Beispiel, dann wurde mir sofort Clarisonic empfohlen als eine gute Reinigungsmittel. Ich war ehrlich gesagt von Anfang skeptisch und ich war das nicht umsonst skeptisch. Erstmal für Leute, die haben empfindliche Haut, diese Bürste überhaupt nicht gut. Ihr werdet noch mehr kaputte Kapillar kriegen. Eure Haut wird mehr dünner und mehr empfindlicher. Ich würde sagen, fast 80% von guten Kosmetikerinnen haben Nein für Clarisonic gesagt. Ich würde euch so sagen, wenn ihr noch jung seid, wenn ihr habt noch keine empfindliche Haut, dann vielleicht es funktioniert noch bei Ihnen. Aber wer weiß, wie eure Haut wird in Zukunft reagiert. Vielleicht, dass eure Haut in Zukunft mehr empfindlich wird, dünn wird und Probleme mehr kriegen, das kann Clarisonic sehr gut eine Ursache sein. So, entscheidet solltet ihr selber. Ich habe nur euch Informationen gegeben. Wenn ihr habt Frage zu mir, dann lest ihr natürlich im Kommentar und dann bis nächste Mal. Eure Nathalie. Tschüss.